Bieler Stiftung Battenberg schaut in die Zukunft. Die Seedorferin Sissi ist im Schwingerfieber und übers Wochenende macht die Sonne blau, darum wird es grau und nass bei 16 Grad. Im Studio begrüßt euch der Bodo Frick. Guten Abend. Die Bieler Stiftung Battenberg investiert in die Zukunft. Wie die Stiftung mitteilt, will sie in den Hauptstandort Biomet Geld stecken. Sie will aber auch den neuen Standort im Zentrum der Stadt fördern. Mit dem neuen Standort an der Zentralstrasse will die Stiftung Battenberg in der zweisprachigen Stadt Bio noch mehr Präsenz markieren, sagt der Vizepräsident vom Stiftungsrat Bruno Meister. Zwei Standorte ist immer ein Vorteil. Der Hauptstandort Biomet und nachher im Zentrum präsent mit allen kaufmännischen Bereichen, Informatik und das Lohncenter. Das ist sehr wichtig für Battenberg. Die Stiftung Battenberg wird dieses Jahr 50. Sie setzt sich hauptsächlich dafür ein, dass Leute mit einer Behinderung in verschiedenen Bereichen wie Elektronik, Uhrmacherei, im Kaufmännischen oder in der Küche arbeiten können.